Z-Edge Portable Monitor mit einer Menge Symbolen. Die Anleitung, wer auch immer die braucht, ist in gutem Deutsch. Das ist doch schon mal was. Zusätzlich noch eine Kurzanleitung, okay. Eine Displayschutzfolie, die mal ganz heftig spiegelt. Unter dem Gerät schön aufgeräumt das Zubehör in Kistchen. Hanji Wang. Oder so. Na, was ist da drin? Komm raus. Ein Putztuch. In den anderen Kisten sind USB-C auf USB-C-Kabel, USB auf USB-C zur Stromversorgung und ein Netzteil. Viel Luft eingepackt. Und in der letzten Kiste ein HDMI auf kleines HDMI. Auf zu dem Gerät. Schicke Carbon-Optik. Klappt ein bisschen komisch auf und wird mit Magneten an verschiedenen Stellen gehalten. Und da ist er, der Monitor. Fühlt sich sehr leicht an. Schick ist er. Im unteren Bereich musste wohl etwas Platz für Elektronik und Stecker bleiben. Daher ist also eine Kante reingehauen. Kopfhöreranschluss und Bedienelemente fassen sich solide an. Auf der anderen Seite sind die Eingänge HDMI, USB-C-Monitor und USB-C-Stromversorgung. Unten sind jeweils Gummis gegen Rutschen und die Lautsprecher. Etwas tricky ist das Hinstellen. Ich bin kein Freund von diesen Hüllen und werde mir eine eigene drucken. Aber irgendwann steht's. HDMI ist einfach, das können alle. Daher versuche ich mal das USB-C-Kabel. Es sollte ja möglich sein, nur mit einem Kabel das zu übertragen. Strom und Bildsignal. Leider geht der Bildschirm dann aber nicht an. Keine Ahnung warum. Sollte rein technisch ausreichend sein. Packt man das Netzteil mit dem zweiten USB-Kabel dazu, geht's sofort. Dann kann ich sogar die extra Stromversorgung abmachen. Und nur mit dem einzelnen Kabel reicht es. Der PC hier ist ein Mini-PC vom Minis Forum mit AMD Ryzen Grafikkarte oder Grafikeinheit. Und genau für diese Mini-PCs, wovon ich einige habe, brauche ich auch solche Monitore. Die 15 Zoll und HD sind super, um ein paar Designs anzufertigen. Und diese dann mit auf den 3D-Drucker zu bringen. So hier gerade passend zu Halloween der Kürbis. Aber nicht nur das. Andere dieser Mini-PCs nutze ich als Spielekonsole für ältere Spiele. Mit einem 8-Bit-Controller kommt so richtig Fun auf. Und die Spiele sehen auf 55 Zoll auch echt nicht so toll aus. Da kommt der kleine Bildschirm dann wirklich zum Vorteil. Natürlich würden auch aktuelle Konsolen funktionieren. Oder auch andere Systeme, wie so ein Raspberry Pi. Alles außer TV-Receiver und DVD-Player, da diese einen Kopierschutz auf dem HDMI-Kabel haben. Und das unterstützt der Monitor nicht.
Aber Spielekonsolen haben das nicht. Daher ist der Monitor dafür auch super geeignet. Auch die Blickwinkelstabilität ist super, sowohl in der vertikalen als auch in der horizontalen. Und das matte Display spiegelt gar nicht so heftig. Hier jetzt nochmal ein paar Aufnahmen von den Seiten und von dem Monitor selbst.